Ja, herzlich willkommen von mir. Schön, dass Sie noch die Energie haben und die Lust, hier im Plenarsaal noch mitzudiskutieren. Und jedes Kind ist anders, individuelle Lernwege, Bildungswege. Wir haben in den letzten anderthalb Stunden und darüber hinaus viele Beispiele kennengelernt. Viele Beispiele, die, wo ich auch sagen würde, also da passiert wirklich schon einiges, wo das Kind und wo Kinder und Jugendliche im Zentrum stehen. Unterschiedliche Wege, die an den Schulen beschritten werden. Aber die Frage ist natürlich auch, was für eine Perspektive steckt dahinter und wie kann es ausgebaut werden? Ich würde vorschlagen, dass ich mit Silvia Lörmann und Sigrid Behr, die jetzt hier sind, dieses Gespräch kurz beginne. Aber es ist nicht als Frontalunterricht gedacht. Also es erwartet Sie jetzt keine weitere Talkshow nur hier vorne. Wobei ich vorhin auch von einigen Lehrern gehört habe, also mal ganz ehrlich gesagt, nur zu moderieren, das ist mir auch für Dauer auch langweilig. So ein gut gemachter Frontalunterricht, wo ich mal einen spannenden Vortrag halten kann und mal sagen kann, was ich alles weiß. Weiß ich auch durchaus zu schätzen. Ich würde Sie aber gerne zügig und schnell in die Diskussion mit einbeziehen, auf Sie zukommen, sodass Sie noch erläutern oder auch Fragen stellen, die Sie an Frau Lörmann oder auch Frau Behr haben, sodass wir gemeinsam ein wenig eine Perspektive auch erarbeiten nach diesem Kongresstag. Frau Lörmann, zuerst einmal von den unterschiedlichen Dingen, die wir gehört haben heute. Wie schafft man es, die verschiedensten Beispiele, die wir kennengelernt haben, in die Breite zu tragen? Durch Netzwerkarbeit. Und damit haben wir im Grunde ja auch schon angefangen. Und ich habe auch versucht, die verschiedenen guten Einzelbeispiele zu systematisieren im Grunde. Und ich gehe mal einen Schritt zurück. Die Vorgängerregierung hatte auch ja vor, und weil sie es ins Gesetz geschrieben hat, das Thema individuelle Förderung, das war insofern richtig, es gibt auch Kontinuitäten, das ist ja auch wichtig, sich diese Kontinuitäten klar zu machen. Individuelle Förderung ist 2006 ins Schulgesetz geschrieben worden. Es gab keine Begleitung durch Fortbildung oder irgendwas, das war ein Fehler sicher, aber es gab dann eine Ausschreibung, Schulen konnten sich bewerben und bekamen dann das Gütesiegel individuelle Förderung. Und etliche der Schulen, die jetzt hier waren, haben sicher dieses Gütesiegel auch. Und ich habe aber gesagt, ich will jetzt nicht sagen, das war falsch und das schaffe ich jetzt ab, sondern ich habe nur gesagt, ich will es in einen systemischen Entwicklungsprozess haben, damit nicht nur diese einzelne Schule eine tolle Schule bleibt, sondern damit andere Schulen von dieser Schule lernen können. Und deswegen haben wir daraus gemacht, das Netzwerk Zukunftsschulen NRW. Und dieses Netzwerk ist immerhin auf 600 angewachsen. Das ist ja schon mal eine Hausnummer. Und diese Schulen sind in regionalen Netzwerken auch, ich würde mal sagen, dezentral haben die dann die Möglichkeiten, Austausch zu haben. Und die Schulen können selber entscheiden, ich will in dieses Netzwerk rein. Und daneben haben wir, da war die Mercator-Stiftung eben ein bisschen zu bescheiden, was zu sagen, auch Mercator hat gesagt, wir wollen auch diesen Ansatz stärken und hat Netzwerk individuell fördern am Gymnasium speziell gemacht. Und dieses Netzwerk, da haben sich auf freiwilliger Basis immer in 138, glaube ich, grob ist die Zahl, 138 Gymnasien haben sich freiwillig gemeldet, in diesem Netzwerk mitzumachen, damit individuelle Förderung eben nicht nur auf dem Papier steht, sondern praktiziert wird, sich ausgetauscht wird und das Ganze so im Schneeballeffekt in die Fläche geht. Also wir stärken systematisch örtliche Entwicklungsarbeit und erfüllen damit ja auch einen Ansatz der RAU-Kommission. Nordrhein-Westfalen ist so groß, das kann man nicht, 6.000 Schulen steuern sie nicht von Düsseldorf aus, sondern sie können Rahmenbedingungen geben, sie können Ziele setzen und können dann gucken, wie befördere ich die Impulse vor Ort und sage aber nicht, alles ist jetzt dereguliert, dem Zufall überlassen, sondern schon mit dem Hintergrund, jetzt guck doch mal und mach doch mal, wie macht ihr das denn noch besser, also Ziele setzen. Mhm. Und daneben gibt es die Qualitätsanalyse. Und die Qualitätsanalyse
hat ja den Anspruch drauf zu gucken, was machen die Schulen und vielleicht auch zu sagen, das macht ihr schon gut, wie macht ihr hier weiter mit eurer individuellen Schulentwicklung, weil wir am Anfang gehört haben, jede Schule in Nordrhein-Westfalen ist anders, jede Schule ist gefordert, sich weiterzuentwickeln und da müssen wir ermöglichen, ermutigen und Verbindlichkeit herstellen und das ist, glaube ich, ein Dreiklang, an dem wir arbeiten müssen. Verbindlichkeit, Frau Beer, Verbindlichkeit herstellen ist ein ganz wichtiger Begriff für viele in Nordrhein-Westfalen, weil man immer den Eindruck eher hatte, an Verbindlichkeit fehlt es. Denken Sie, dass Sie mit dem Vorschlag, den wir jetzt auch haben, für das individuelle Lernen, individuelle Lernzeiten, so etwas wie Verbindlichkeit und auch eine befriedete Schulsituation in Nordrhein-Westfalen erreichen können? Also erstmal ist es wichtig, aufzusetzen in der Art und Weise, wie Silvia Löhrmann das gerade gesagt hat, auf die Arbeit der Schulen. Und ihnen einen rechtlichen Rahmen zu geben, der sie so aus empfundenen Grauzonen rausführt. Also diese Verbindlichkeit herzustellen, damit die Innovation, die Kreativität nicht immer wieder an Schranken stößt in einer Schulverwaltung oder einer Schulaufsicht. Oder in Arnsberg. Oder ja, zum Beispiel, wo auch immer. Also, und dann gehört dazu mehr Ermutigung, die Möglichkeiten des Schulgesetzes auch auszunutzen. Ich karikiere das manchmal, indem ich sage, also einige verlangen auch eine schulgesetzliche Regelung, damit man die Klingel in der Schule abstellen kann. Nein, also im Inneren die Freiheit zu haben, Freiheit und Verantwortung, pädagogische Verantwortung von Schule zu leben und auszunutzen, das zu stärken, zu ermutigen, aber auch ganz klar zu sagen, ihr dürft das. Und diese Sicherheit müssen die Schulen haben. Und ich habe heute viele Beispiele gehört, die noch mehr Sicherheit in dieser Offenheit erwarten. Und die muss man ihnen auch geben. Wenn wir über Lernzeiten und Bildungswege reden, tauchte immer wieder heute in den Diskussionen, abgesehen von einzelnen Beispielen, auf die Rolle der Eltern. Und das wird ja auch, egal wann und wie man ein Konzept tatsächlich umsetzen kann, immer das Entscheidende sein. Gehen die Eltern mit? Oder hat man in den Eltern, hat man bestenfalls Verbündete oder nicht? Und ich würde gerne nochmal die Rolle der Eltern mit in die Diskussion einbeziehen. Denn ich weiß, Frank, nein, ist das richtig? Stehen Sie am besten auf und kommen zu mir, dann sehen die anderen Sie und Sie müssen nicht mit dem Rücken sozusagen zu Ihnen sprechen. Kommen Sie auch nach vorne. Vielen Dank. Ich würde es auch halten. Aber wenn wir über die Rolle der Eltern gucken, wenn es um selbstständiges Lernen geht, also freie Lernzeiten, Kinder organisieren sich selber, da haben wir auch schon heute gehört, dann kommt von Eltern immer wieder die Frage, lernt mein Kind genug? Wenn die Schule so organisiert ist, lernt mein Kind das, was es braucht, wenn es als Erwachsener im Leben bestehen muss? Woher kommt diese Angst oder können Sie das überhaupt teilen, diesen Eindruck, den wir hier heute auch schon festgestellt haben? Also ich glaube, wenn man bei Eltern in dem Punkt über Angst spricht, dann hat das mit mangelnder Erfahrung zu tun oder hat einfach damit zu tun, dass diese Eltern in den Prozess nicht eingebunden waren. Also wir haben an unserer Schule, ich bin der Schulpflegschaftsvorsitzende am Gymnasium am Neandertal, wer eben im zweiten Workshop war, hat das schon mitbekommen. Wir haben die Eltern von vornherein in den Prozess mit eingebunden, beziehungsweise war es fast so, dass auch Eltern auf dieses Dalton-Konzept gestoßen sind. Und es war uns dann ganz wichtig, dass wir wirklich dazu übergehen und die Eltern wirklich von Beginn an in den Prozess mit einbinden. Das heißt also Informationsveranstaltungen gemacht haben, die wir auch gesplittet haben nach den einzelnen Stufen. Das heißt, wir haben Unterstufenabend gemacht, wir haben für die Mittelstufe einen Abend gemacht. Das war eben sehr wichtig, dass man die Eltern aufgreift und wirklich die Fragen und Ängste, die sie dann haben, die eben aufkommen, eben auch entkräften kann. Das ist natürlich zu Beginn. Entkräften stelle ich mir als einen schwierigen Prozess vor, weil wir ja alle, die wir Eltern sind, auch Spezialisten sind, weil wir alle selber die Schule besucht haben, weil wir alle verschiedene Schulformen kennengelernt haben, weil wir natürlich denken, das, was für uns gut war, kann ja nicht so schrecklich, also nicht, dass ich das jetzt denke, aber natürlich, dass genau wie alle Fußballtrainer sind, ja, weil jeder irgendwie meint, dass er Fußball spielen kann, ist das mit der Schule vergleichbar. Also das nur erklären. Ja, Sie haben natürlich, wenn Sie
über ein Beispiel in unser Gymnasium sprechen. Sie haben natürlich Eltern, die haben ihr erstes Kind auf der weiterführenden Schule, die kennen das nicht. Sie haben aber auch Eltern dabei, die haben vielleicht ein Kind, was eben diesen Prozess schon durchlaufen hat. Und sie haben dann schon die Erfahrung gemacht, dass die Kinder spätestens, wenn sie dann irgendwo ja, im beginnenden Studium stecken, wahnsinnige Probleme haben, sich selbst zu organisieren, weil sie dieses Lernen nicht gelernt haben. Und da beginnt dann diese Problematik letztendlich immer. Dann können Sie als Eltern sagen, okay, jetzt ist mein Kind volljährig, das ist jetzt sein eigenes Problem. Aber wenn Sie diese Fähigkeit, selbstständig zu werden und selbstständig zu lernen, schon viel früher ansetzen, dann kommen Sie einfach dazu, dass die Kinder, wenn sie dann später in ihrer Laufbahn weitergehen, wesentlich leichter haben einfach, weil sie die Erfahrung schon haben. Und sie haben natürlich, wenn sie jetzt darüber reden, dass man solche Konzepte an Schulen einführt, ist es immer Theorie. Das ist ganz klar. Wir kennen es ja dann nicht. Wir reden darüber, dass es theoretisch gut wird. Ob es dann praktisch so ist, sieht man in dem Moment, wo man den Mut hatte und hat umgestellt. Und der Prozess beginnt dann wirklich auch in der Praxis. Ja. Was für mich noch auch ein wichtiger Punkt ist, Sie sagen, die Kinder so früh wie möglich, wenn sie als Selbstständige arbeiten, lernen. Nun ist das heißt für mich ja natürlich schon in der Grundschule. Wer in der Grundschule schon das Selbstständige arbeiten lernt, hat schon die halbe Miete für eine weitere Schulkarriere, die sowas ermöglicht. Aber das ist ja noch nicht so, dass das alle Grundschulen in Nordrhein-Westfalen tun. Frau Bär? Doch, das machen schon sehr viele Grundschulen. Nur der Schritt dann im Übergang in die weiterführende Schule ist häufig so, dass es nicht weitergeführt wird. Also man kann das sicherlich noch ausbauen, das ist überhaupt keine Frage. Aber da ist so eine Art Flaschenhals dann beim Übergang in die weiterführende Schule. Und es ist ja in der Tat so, wie Herr Neers es gesagt hat, wir haben alle Bilder noch von unserer Schulzeit im Kopf und von ganz klassischen Modellen. Und ich sage mal, als wir vor 25 Jahren in der Elterninitiative in Paderborn damals eine Gesamtschule gründen wollen, gab es in 50 Kilometer Umkreis keine. Wir haben uns auf den Weg gemacht. Und jetzt haben wir glücklicherweise aber ganz viele Schulen in Nordrhein-Westfalen, die längst in diese Entwicklungsprozesse hineingegangen sind, die man besuchen kann. Ich meine, Herr Bock und Herr Müller haben ja heute noch mal aufgefordert und haben gesagt, wer meint, das funktioniert nicht, kommt doch zu uns. Und so haben wir viele Schulen, die heute hier sind, oder dass man nach Solingen genauso geht, zur Gesamtschule dort, zur Pfalz. Einfach sind da die Chancen größer, die Eltern ins Gepäck zu nehmen und zu sagen, gucken wir uns das mal an. Und auch auf der Kommunalebene einzuladen. Ich weiß, dass Herr Klee das zum Beispiel auch macht und sagt, so, wir von der Stadt holen uns Beispiele rein, um dann zu gucken. Und da sollten wir Ermutigung ermöglichen, um zu gucken, es geht auch ganz anders. Und schauen wir uns wirklich die Grundschulen an. Die machen das zum Teil ganz hervorragend. Und dann zu sagen, so, jetzt kommt erst der Ernst des Lebens ab der Sekundarstufe 1. Nein, das, was da grundgelegt wird, so wie wir es sagen, ist so kostbar, das darf man nicht wieder abbrechen. Ich will noch mal Ihre Eingangsfrage zum Thema Eltern aufgreifen. Genauso wenig wie es die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer gibt, gibt es die Eltern. Wir haben heute Frau Thoms gehört, die ja nun für größere Würfe geworben hat. Wir haben Eltern, die wählen bewusst Schulen, die Montessori-Pädagogik anbieten. Also wir haben ja auch sehr Reform, die gesamte Gesamtschulbewegung hätte es auch, die, ich glaube, die Inklusionsbewegung, die hat ja nicht mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz angefangen, die hat in den 70er Jahren angefangen, die hätte es nicht gegeben, wenn nicht Elternvereine wie Gemeinsam Leben Lernen und andere gesagt hätten, wir wollen nicht, dass unser Kind separiert wird. Also da muss man sich auch immer wieder klar machen, es gibt eine Reform, sehr reformbereite Elternschaft, die sagten, wir wollen keine Noten. Andere, sie haben Sorge. Und deswegen ist dieses Weitergeben der guten Beispiele so wichtig und die Erfahrung machen lassen so wichtig, damit einfach mehr Menschen sich auf diese Schulentwicklungswege geben. Und wir haben in Deutschland, glaube ich, einen Hang zu Perfektionismus. Und deswegen war ein Hinweis wichtig von Herrn Wirz in dem einen Forum. Er hat gesagt, wir überlegen auch erstmal, welche Schritte finden denn alle gut in einer Schule. Wir müssen nicht immer gleich alles neu machen. Und dann erproben wir das mal. Und wenn es sich bewährt, machen wir mehr davon. Das ist, glaube ich, einfach ein schrittiger Weg. Die Revolution liegt sozusagen nicht in der Beschreibung des Ziels, sondern die Revolution liegt in dem schrittigen Weg. Und
Das haben wir in Nordrhein-Westfalen letztlich gemacht und damit sind wir gut gefahren. Das war ja auch nicht vorgeben, wenn es eine Gesamtschule gibt oder jetzt neue Sekundarschulen, dann müssen die das so machen, sondern sie können nach drei Wegen gehen. Wir haben eben beschrieben, es kann einen Weg geben mit zwei Strukturformen nebeneinander, aber den muss es nicht geben. Es kann auch einen Weg geben in binnendifferenzierter Form. Vielleicht ist das manchen zu viel? Ja, das ist vielleicht... Weil wir müssen uns ja schon der Frage stellen, warum haben wir in der Öffentlichkeit noch eine andere Diskussion? Also wir sind ja hier, Sie machen eine super Arbeit, Sie haben klasse Schulen, Sie haben Schüler, die sich wohlfühlen. Zumindest habe ich das in allen Workshops gehört, ja? Und es ist sehr glaubhaft. Und dem Konzept zu überzeugen, also die ich heute alle gehört habe, von denen ich auch schon ein paar kannte, aber trotzdem haben wir eine andere öffentliche Diskussion und dem muss man sich doch stellen. Ja, aber dann lesen Sie die Mantelteile der Zeitungen, da steht die veröffentlichte Meinung von Landesorganisationen, aber lesen Sie die Lokalteile der Zeitung, da sind nämlich alle stolz auf die Schule im Stadtteil, die so toll ist. Also ich glaube, dass wir da wirklich eine Spaltung fast in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Und leider wird oft eben auch eher über das, was nicht so gut ist, geschrieben, als über das, was schon gut ist. Das ist leider so. Und daran haben aber alle, die gute Schule machen wollen, auch eine Verantwortung mitzuwirken. Und was ich noch so toll finde, von wegen Grundschule, weiterführende Schule, diese Netzwerke, die ich eben beschrieben habe, die sind nicht mehr schulformbezogen. Was war das für eine Situation vor 2010? Da haben nicht Gesamtschulorganisationen und Gymnasialorganisationen so gut zusammengearbeitet, wie wir das heute tun. Heute haben wir eben drei Schulen von der Schulform, zwei von der anderen. Und es ging nicht mehr darum, welche ist die richtige Schulform, sondern welche Schule erfüllt den Anspruch, individuell zu fördern. Und diesen Kampf haben wir überwunden. Und da bin ich froh, dass wir den überwunden haben und dass die Schulen auch voneinander lernen und eine Grundschule von einem Gymnasium lernt und ein Gymnasium von einer Grundschule lernt und noch viel mehr. Also das ist mir so oft jetzt begegnet, dass das gut ist, dass wir diesen alten Kampf hinter uns gelassen haben. Und ich hoffe, wer auch immer hier demnächst das Sagen hat, dass wir die Zeiten nicht wieder zurückfallen. Und Herr Lindner will uns diesen Kampf nämlich wieder aufzwingen, indem er unterstellt, ich hätte die Gymnasien vernachlässigt. Ich behaupte fast, ich habe mich um keine Schulform so viel gekümmern müssen, wie um die aufgrund dieser nicht aufgelösten alten Konfrontation G8 und G9. Und das war nämlich falsch und deswegen müssen wir nach vorne diskutieren. Und da fühle ich mich ermutigt durch die Diskussion von heute, die insofern haben Sie mir alle unbewusst oder bewusst den Rücken gestärkt für diese schwierige politische Diskussion. Apropos Rücken gestärkt, ich bin sofort bei Ihnen, Sie hatten sich gemeldet. Ich habe doch jemanden kennengelernt heute bei Ihnen, der sozusagen als Ratsherr hierher gekommen ist, weil er sagte, es ist so, dass wahrscheinlich das Thema Schule ein Thema sein wird, was uns im Wahlkampf beschäftigen wird. Und ich möchte gerne ein bisschen sozusagen inhaltlichen Input bekommen, wie ich mich in diesem Wahlkampf tatsächlich dann auch positioniere. Ich muss das ja verteidigen, was ich als grüner Ratsherr da tatsächlich mache. Jetzt gucke ich in die Runde, ob er noch da ist oder sich aus dem Rennen verabschiedet hat. Er ist... Bitte? Weil wir so gut informiert haben. Ja, nein, aber das war ja ein Punkt. Dann würde ich vorschlagen, machen wir es so, dass ich jetzt erstmal kurz auf die Handmeldungen und Fragen angehe, weil wir ja auch darauf ausgelegt sind, miteinander noch in den Dialog zu kommen, also dass Sie Fragen stellen und wir was erfahren. Ja, meine Frau hat leider schon gesagt, was ich sagen wollte. Reden wir hier im Landtag mittendrin über Vetternwirtschaft? Nicht Vetternwirtschaft, Familienwirtschaft sozusagen. Wir sind einfach beide hier, weil wir beide bildungspolitisch engagiert sind. Okay, also ist schon alles gesagt. Dann komme ich jetzt rum zu Ihnen. Ja, danke schön. Ich bin jetzt nicht der Ratsherr, sondern also Vertreter eines Schulträgers, Stadtkirchenschuldezernent. Aber was ich heute mitgenommen habe, und das wäre vielleicht noch etwas, was man wirklich in die Breite gehen muss, weil Sie haben es gerade gesagt, wir reden nicht über die Eltern, sondern wir reden über viele, die man überzeugen muss. Und womit überzeugt man? Über eine Qualität, über Mehrwerte. Ich habe heute das erste Mal mitbekommen, dass sich die Systeme endlich dem Kind anpassen und nicht umgekehrt. Bislang haben wir immer die Diskussion gehabt, die Kinder werden mit viel sonderpädagogischem Förderbedarf so fit gemacht, dass sie unserem System angepasst werden. Das ist genau der falsche Weg. Das ist dieses Hineindrängen, Inklusion,
Sie wissen, worüber ich rede, Sie waren ein paar Mal in Campen. Und erstmal zu sagen, das System passt sich so an, dass es zu eurem Kind passt, egal wie das Kind ist. Und Eltern sind Egoisten. Ich bin selber Elternteil, die achte ich auf die große gesamtpolitische Diskussion, die sagen, wie kommt mein Kind da durch? Und natürlich also immer im Kontext auch zu anderen Kindern. Und wenn man das rüberbringen kann, also heute habe ich eine Qualität in der Diskussion erlebt, die ich zumindest im medialen Raum so nicht mitbekommen habe. Da rede ich immer nur über G8, G9, G12 oder so. Aber diese Qualität, dass mein Kind dann letztendlich das erreicht, wozu es in der Lage ist, die Kompetenz und so weiter. Wenn man das rüberbringen kann, mal vollkommen unabhängig von der Farbe, dann hätte man die Eltern, glaube ich, auf ihrer Seite. Glauben Sie, dass das möglich ist? Glauben Sie, dass das möglich sein wird? Das müsste ja eigentlich auch im Interesse auch anderer Parteien sein, zu sagen, das Kind steht im Mittelpunkt. Hat immer was mit Interesse zu tun. Eigentlich fehlen heute ganz viele andere Akteure. Also Schulpolitik ist ja nicht nur Schulleitung, ist ja nicht nur hier Politik, sondern hat letztendlich was mit Elternschaft zu tun, Schülerschaft. Sie haben gerade gesagt, hier, da hört sich gerade aus Solingen eine gute, engagierte Schülerschaft, wenn die das vorbringen, die vermisse ich manchmal. Da sitzen ein, zwei, die dann ganz devot sagen, wir haben wenig Essen, Toiletten sind nicht ganz in Ordnung, das war es dann schon. Also wirklich die Verbündeten zu suchen. Also mein nächster Schritt wird sein, wirklich mal ihre Schulen zu besuchen, mit den Schulleitungen zu sagen, ja, damit holen wir mal die Argumente, die immer standardmäßig gebracht werden, wir haben keine Lehrer, also erst Lehrer, dann Räume und dann reden wir mal über weitere Entwicklungsmöglichkeiten. Das also auch mal mit den Akteuren selber auch zu diskutieren, denen zu sagen, redet doch mal mit euren Kollegen in Solingen zum Beispiel und dann klappt das vielleicht. Und das sind die Multiplikatoren für die Eltern, das sind unsere Unterstützer, die letztendlich das in den Raum reinbringen. Und die Schülerinnen und Schüler, die Elternschaft, die Lehrer natürlich, die Schulleitungen, Politik, die die Möglichkeiten schaffen muss, die Räume schaffen muss, Geld zur Verfügung stellen muss und so weiter. Und wenn wir die alle im Boot haben, dann wird es gelingen. Ich laufe rüber. Nicht ignoriert, aber die hintere Reihe ist es jetzt erst. Ja, ich bin eine Ratsfrau in Solingen. Ich wollte was zur Politik sagen. Zum Wahlkampf wollte ich was sagen. Man hört ja allgemein so in der Bevölkerung, jetzt will die Frau Löhrmann wieder zurückrudern auf G9. Und wir haben ja heute hier gehört, dass das absolut nicht der Fall ist. Und das ist unsere Argumentation. Ich bin froh, dass ich heute kennengelernt habe, dass in NRW verschiedene Gymnasien schon nach der Dalton-Methode arbeiten. Und das lässt mich hoffen, die Pfalz kenne ich ja sowieso als Solingerin, das ist gar nicht so weit auseinander. Und die Leute argumentieren immer, ja, dann jetzt haben wir alles neue Schulbücher angeschafft, jetzt müssen wir wieder neue Schulbücher anschaffen. Nein, das ist ja nicht so. Wir können die neuen weiter benutzen und wir können freigeben, den Schülern freigeben, zu wiederholen oder noch Neues zu entdecken. Und das finde ich klasse. Ich sammle erstmal weiterhin kurze Eindrücke oder auch direkte Fragen, wie Sie mögen. Also ich bin jetzt mal Eltern. Ich komme aus der Elternschaft aus Schloss Holte. Ich bin Schulpflegschaftsvorsitzende und wollte jetzt einfach noch mal versuchen, hier gerade zu erklären, warum Eltern Angst haben. Ich komme viel mit Eltern ins Gespräch. Ich bin selber Mutter einer 15-jährigen Tochter. Unsere ganz großen Themen sind immer wieder, die Kinder haben zurzeit 36 Wochenstunden. Nicht jedes Kind kann mit dieser Belastung optimal umgehen. Wir haben viel Unterrichtsausfall, was im Sinne der Eltern oder aus Sicht der Eltern nicht optimal vertreten wird, auch nicht fachkonform übersetzt wird sozusagen. Es gibt so viele Dinge an den Schulen, die in der Praxis de facto noch nicht optimal sind. Und das macht Eltern Angst, wenn ich dieses Wort nochmal. Und dann, wie gesagt, ich habe auch ein Kind, was 20 ist, was eine Schulbahn schon durchlaufen hat. Und wenn ich dann sage, oh je, wieder etwas Neues. Mein eines Kind musste schon gerade die Umstellung auf G8 machen. Mein nächstes Kind wird wieder, ich sage jetzt mal ein Elternwort, Versuchskaninchen, weil es ja wieder so lange Zeit dauert, bis es rund läuft. Das möchte ich an der Stelle dann gar nicht. Ich zitiere jetzt nur Eltern. Ich sitze ja nicht hier, weil ich dagegen bin, aber ich zitiere das. Und ich denke, es fällt uns Pflegschaften immer wieder sehr schwer, Eltern dort abzuholen, wo sie stehen, Eltern zu überzeugen. Wir sind überzeugt, aber
Die Eltern sind diejenigen, die eine breite Mehrheit stellen und die dürfen wir auf gar keinen Fall nicht ernst nehmen. Weil die Ängste sind real und sie sind da und sie sind manchmal auch nicht mit einem Satz aus der Welt zu schaffen. Und diese Ängste sind ja nicht nur Ängste, sie sind ja auch Fakt. Also die hohe Stundenzahl ist ja auch eine Belastung und der Ausfall ist ja auch de facto da. Ich bin jetzt bei Ihnen, dann bin ich bei Ihnen, weil ich muss mal gucken, dass ich hier schnell sammle, was in der Nähe ist. Sie sind jedenfalls gut in Bewegung. Ne? Ja, ich knüpfe da an als Vater und als Schulpolitiker und möchte das verbinden mit einer Frage. Wir haben hier heute und schon lange hervorragende Modellprojekte kennengelernt und auch gute Ergebnisse. Die ja, sollen ja auch dokumentiert werden. Also es gibt ja auch im Schulgesetz festgeschrieben die Aussage, dass die Modellprojekte wissenschaftlich evaluiert und die Ergebnisse, wenn ich recht informiert bin, zum Dezember 2016 dem Landtag hier vorgestellt werden sollten. Frage wäre also, ist das geschehen? Und zum anderen, wie wird dann für den Transport auch nicht nur sozusagen in die Widerstände von politischen Mitbewerbern, sondern eben auch der Elternschaft und der Bevölkerung, wie wird dafür Sorge getragen, Klammer auf, nach Möglichkeit vor der Landtagswahl, Klammer zu. Während ich weitergehe, kann das bereits beantwortet werden, Frau Löhrmann, Frau Beer? Ich weiß jetzt nicht, welche Evaluation gemeint ist. Wir haben zu dem Schulversuch, also wir haben einerseits eine Evaluation verabredet, eine Begleitung der Umsetzung des 10-Punkte-Plans, den der Runde Tisch erarbeitet hat. Das wird abgeschlossen sein ungefähr zur Landtagswahl. Das haben wir, das ist so besprochen am Runden Tisch, weil wir verhindern wollten, dass die Ergebnisse politisiert werden. Weil das kann man im Moment, das sieht man im Moment an allem in der Öffentlichkeit, es wird alles politisiert, weil die Landtagswahl auch durch neue Mitspieler, AfD und. Es ist einfach noch eine viel unruhigere Situation als bei Wahlen sowieso. Und deswegen sollten die Ergebnisse ja möglichst rational bewertet werden können. Und es ist sachgerecht gewesen. Alle Gymnasien werden daraufhin angeguckt, wie setzen sie die Empfehlungen um, weil das der Auftrag des Parlaments ist. Daneben gibt es eine Evaluation des Schulversuchs G9, den wir ja auch gemacht haben und es wollten nur in Anführungsstrichen 13 Schulen mitmachen. Das wird auch vorgelegt. Und ich weiß auch von einzelnen G9-Schulen, die mitmachen, die auch zwei Wege gehen, die also auch flexibilisieren. Und insofern können auch diese Ergebnisse hilfreich sein für dann eine Öffnungsklausel im Schulgesetz und für unterschiedliche Wege, weil wir ja nicht wollen, dass alle Schulen den gleichen Weg gehen müssen. Also das können wir in jedem Fall aufgreifen und nutzen, aber es muss in einem konstruktiven Diskurs passieren. Und der Runde Tisch hat nicht nur gesagt, wie ich am Anfang schon vorgetragen habe, bitte ein Modell, eine Leitentscheidung für ganz Nordrhein-Westfalen, sondern der Runde Tisch hat auch gesagt, wir möchten gerne, jetzt machen wir keine Empfehlung mehr, wer weiß, wie ein neuer Landtag zusammengesetzt ist und zum neuen Schuljahr, das wäre ja absurd, sondern der Runde Tisch möchte nach einer Wahl beteiligt werden und wenn jemand für Beteiligungskultur steht, dann kann ich das, glaube ich, mit gutem Gewissen für mich in Anspruch nehmen, dass es so viel Beteiligung noch nicht gegeben hat. Mhm. Können wir es so machen, dass ich habe so viel Wortmeldung. Ich wollte gerade auf die Schüler beide noch hinweisen, die haben sich, glaube ich, auch, es wird ja wieder viel über Schüler gesprochen. Frau Beer, ich bin dabei, ja, das alles hier halbwegs systematisch abzuarbeiten, möchte ich mal sagen. Alles klar. Deshalb jetzt Sie haben sich schon besonders lange gemeldet und dann gehe ich erstmal in meine erste Reihe. Da wartet man nämlich auch schon ungeduldig. Okay. Ja, danke. Maja, ich bin von der Stadtschulpflegschaft Bonn, also Elternvertreter. Ich verfolge auch schon jahrelang diese Diskussion G8, G9, die wird ja immer stark in Vordergrund gestellt und die Initiativen gehen eigentlich mehr nach der Methode raus, wenn jetzt G9 kommt, wird alles wieder gut und blenden damit eigentlich die ganzen Probleme heraus,
so Migrationshintergrundkindern, soziale Benachteiligung, alleinerziehende Berufstätigkeit, sodass also auch die Schule mehr leisten muss, also individuell auf die Kinder eingehen muss und auch fördern muss. Es ist natürlich keine einfache Antwort auf diese Probleme. Und das ist auch, glaube ich, was das ein bisschen schwierig macht. Ich will jetzt G9, ist eine einfache Antwort, aber man blendet damit alles aus, was eigentlich an Herausforderungen da sind. Und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt, um das auch deutlich zu machen. Und da muss man, da setzen wir uns auch immer wieder ein, das deutlich zu machen. Und das ist echt viel Arbeit und muss man auch vor Ort machen. Es ist ja auch gesagt worden, es geht eigentlich nur auf Schulebene in Zusammenarbeit mit Eltern, Schülern und Lehrern, da weiter voranzukommen und auch die Schulentwicklung weiter voranzutreiben. Okay. Ich danke Ihnen sehr. Gleich seid ihr dran. Jetzt Sie. Dankeschön. Ja, mein Name ist Rainer Dahlhaus. Ich war bis vor anderthalb Jahren Schulleiter einer Gesamtschule in Wuppertal und bin heute auf dem Ticket hier der gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule. Ich möchte mich zunächst mal bei Ihnen, die Sie das organisiert haben, noch mal ausdrücklich bedanken für die Veranstaltung hier heute. Das, was es da an Informationen und Impulsen gegeben hat, das war, glaube ich, ganz wichtig zu dieser Diskussion und zu diesem Zeitpunkt. Vielen, vielen Dank, dass es das gegeben hat. Wenn ich auch sagen muss, als Gesamtschulmensch war ich nicht ganz so überrascht, dass individuelle Förderung an unseren Schulen mit vielen Beispielen heute vertreten war. Ich freue mich auch, dass es Gymnasien gibt, die das machen. Für meine eigene Schule, wie gesagt, war ich nicht so überrascht. Ich finde gut dieses Konzept, dass man lesen konnte, dass man sagt, die Schulen haben die Möglichkeit und auch die Gymnasien haben künftig, wenn das denn Wirklichkeit wird, die Möglichkeit, unterschiedliche Wege zu gehen. Ich muss nur als Schulleiter auf eins aufmerksam machen. Diese Formen individueller Förderung, die werden Geld, Ressourcen kosten. Und die werden da, wo eine Umstellung von G8 auf G9 an den Gymnasien stattfindet, mehr Geld kosten als im Moment. Und ich mache mir um eines Sorgen, denn es sind ja nicht nur die Ängste der Gymnasialeltern, die man berücksichtigen muss, sondern auch die Ängste der Eltern in den integrierten Schulen. Ich mache mir um eins Sorgen, nämlich dass die Forderung dieser Initiative G9 davon ausgeht, dass die integrierten Schulen bezahlen mit Stellenrückgängen die Umstellung an den Gymnasien. Das kann und darf aus meiner Sicht nicht sein. Und wenn irgendjemand oder irgendeine Partei diejenige ist, die, glaube ich, da alles in die Wege leiten muss, um das zu verhindern, dann glaube ich, haben wir eine wichtige Aufgabe. Und da sage ich jetzt auch sehr ausdrücklich wir, da haben wir eine sehr wichtige Aufgabe zu erfüllen. Und da wäre vielleicht auch noch mal ganz gut, aus eurer Sicht zu sagen, wie man da denn auch in der Breite Eltern informieren kann, sodass das nicht passiert. Ja, das will ich auch gerne tun. Genau das ist ein Punkt. Es kann nicht sein, dass man die Rückkehr zu einem Halbtagsgymnasium in der Vorstellung, es gibt das Gymnasium von vor 20 Jahren wieder, dass man das finanzieren will mit Stundenrückgängen, 8 Stunden in der Sekundarschule, Stufe von allen anderen Schulformen. Und das muss man sehr deutlich kommunizieren und das werden wir dann auch so machen. Ja. Ja, ich möchte da auch gerne noch was zu sagen zu der G9-Thematik. Wir haben im Kreis Mettmann einen Zusammenschluss, eine Elterninitiative, die nennen sich Eltern für Unterrichtsqualität. Das sind die Schulpflegschaftsvorsitzenden der Gymnasien oder vieler Gymnasien aus dem Kreis Mettmann. Und da war eigentlich diese G8, G9-Diskussion nie ein Thema für uns. Für uns war immer ein Thema Lehrkräfteversorgung, Qualität im Unterricht und nicht irgendwelche Rückkehr. Um es mal in Vergleich zu bringen, wenn die Wikinger im Nebel umgedreht hätten, hätten sie Grönland nicht entdeckt. Und was wir jetzt irgendwie machen, ist ja nichts anderes als eine Umkehr, dass wir 20 Jahre zurückfahren wollen. Und wir sollten doch einfach mal Mut, ich meine, man muss vor jedes Projekt muss man den Begriff Mut setzen. Und man muss doch einfach mal nach vorne schreiten. Und wenn man feststellt, dass in seiner eigenen Schule das, was da jetzt im Moment läuft, nicht zur Zufriedenheit der Kinder und der Eltern und der Lehrer und was weiß ich wem laufen kann,
Da muss ich mir doch mal überlegen, welchen Weg muss ich einschlagen? Und es gibt ja nun mal Möglichkeiten. Ich meine, wir haben es ja auch gemacht. Warum können es andere Schulen nicht auch machen? Dann muss ich mal die Zeit, die ich jetzt investiere, da irgendwo nach Ewiggestrigem zu schreien, muss ich vielleicht einfach mal investieren und muss mal überlegen, was kann ich jetzt tun, damit die Situation an unserer individuellen Schule sich verbessert? Und dann suche ich mir ein paar Partner, die dann entsprechend mitgehen und dann kommuniziere ich ordentlich und dann habe ich eine größere Gruppe und die Gruppe wächst und wächst und wächst und am Ende wird dann die Schulpflegschaft oder die Empfehlung aussprechen, die Schulkonferenz wird entscheiden und man ist auf dem Weg. Und das kann doch nur der Weg sein, wie es nach vorne geht und nicht, dass wir jetzt das Rad wieder zurückdrehen und uns da über irgendwelche populistischen Dinge, die man mal eben so schnell in den Raum werfen kann, auslassen. Das ist meiner Meinung nach nicht der richtige Weg. Das ist die politische Diskussion. Ich würde noch mal gerne auf die konkrete Erfahrung gucken, und zwar mit Ihnen, die Sie in der Schule sind, wissen, Patrick, Sie zum Beispiel, kommen Sie einfach zu mir, dann sehen die anderen Sie nämlich auch. Wir können auch gerne einfach hier stehen bleiben, da muss man nicht mit dem Rücken. Nur zu Ihnen machen wir das jetzt mit dem Rücken. Wir wenden uns der Mehrheit zu, da kennen wir nichts, Patrick. Individuelles Lernen, also selbstgestalten, auch Lernzeiten, selbstständig arbeiten zu lernen. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, die Erfahrungen sind zumindest bei mir an der Schule so, wir sind eine sehr, sehr kleine Schule, aber dennoch gibt es einzelne Konzepte, das irgendwie umzusetzen. Also ich erinnere mich da gerne an Klasse 5 zurück, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wir hatten damals eine Woche Lernen, hieß das Ganze. Und da haben wir uns wirklich eine Woche damit beschäftigt, wie können wir selber gut lernen. Also es gibt ja verschiedenste Methoden. Viele können ja gut lernen, wenn sie sich die Sachen aufschreiben oder vor sich herreden. Wir haben uns aber auch damit beschäftigt, wie können wir uns irgendwie selbst organisieren. Und ich glaube, das hat, auch wenn ich vielleicht mich nicht mehr an alles erinnere, was wir damals in Klasse 5 in diesem Konzept gemacht haben, dennoch hat es mir, denke ich mal, geholfen. Und das ist immer ein bisschen schwierig zu reflektieren, so, weil es halt einfach schon ein bisschen her ist. Grundsätzlich diese ganze Debatte mit G8, G9, ich glaube, die läuft einfach extrem an den Schulen und an den Schülern vorbei. Also ich meine, wir sind eine unglaublich kleine Schule. Wir haben teilweise... Also jetzt mal Butter bei den Fische. Das sind ja mehr als 20. Es sind mehr als 200. Es sind knapp über 500. Ja, das ist nicht viel. Also wir haben teilweise Fachschaften, da sind zwei Lehrer drin. Und immer wenn es dann zu kleineren Reformen kommt, sei es ein neuer Kernlehrplan, der jetzt bei mir im Jahrgang das erste Mal neu umgesetzt wird, das ist extrem viel Arbeit für alle. Und ich war viele, viele Jahre Schülersprecher. Und ich habe mittlerweile auch so einen groben Einblick in die andere Seite, also die Seite der Lehrer auch bekommen. Und ich glaube, was viele Schüler auch gerne machen, irgendwie den Knüppel raushauen und sagen, G8 ist in allem schuld. Das liegt vor allem daran, dass nicht alle unbedingt Bescheid wissen, was eigentlich wirklich wie genau passiert. Moment, aber wir haben immer wieder ja auch von Seiten, oder sind das, erzählt man den Eltern nur, wir sind viel zu sehr gestresst? Also, weil das ist ja ganz häufig immer das Argument, wir haben zu viel in zu kurzer Zeit, was wir zu lernen müssen. Wir können nicht mehr nachmittags in den Sportunterricht, wir können das nicht mehr tun. Also das ist ja immer wieder, was auch von Schülervertretern kam. Ja, und das stimmt auch. Aber ich glaube, der Stress, der muss nicht zwingend durch so eine Reform kommen. Also ich glaube, wir haben sehr viel Stress. Auch ich bin jetzt gerade in der Oberstufe, ich stehe kurz vor dem Abitur. Wer in meinen Kalender guckt, der sieht nicht selten Tage, wo ich von 8 bis 17 Uhr in der Schule bin, danach noch Hausaufgaben machen darf. In der Klausurphase muss ich quasi mein komplettes Freizeitleben irgendwie einstellen, nur damit ich dann irgendwelche guten Noten bekomme, damit ich einen guten NC habe, damit ich studieren kann, was ich möchte. Ich glaube, da ist eigentlich das Kern des Problems, dass an vielen Stellen irgendwie unser Bildungssystem darauf basiert, dass ich gute Noten bekomme und nicht irgendwie, dass ich mich mit mir selbst beschäftigen kann und irgendwie lerne, wirklich etwas zu lernen und nicht nur in mich hineinzuprügeln, damit ich es irgendwann in der Klausur einfach alles wieder wegwerfen kann. Danke dir. Wie ist deine Erfahrung? Erzähl uns die auch noch. Kurz, ich weiß, du bist jetzt gerade als Praktikant hier bei den Grünen und schaust dich um und wunderst dich, wie Schule eigentlich aussehen kann. Also meine Schule ist eine Ganztagsschule und ich finde die Debatte um G8, G9 jetzt wirklich nicht das Hauptthema, was es sein soll. Vielmehr sollte es darum gehen,
wie man Schulqualität verbessern kann und durch individuelles Lernen verbessert man. Wie erlebst du das, Tommy? Individuelles Lernen? Wie erlebst du deine Schule? Wie viel Freiheiten lässt sie dir? Wie viele Möglichkeiten, dich auszuprobieren? Ja, also meine Schule gibt mir wirklich eigentlich recht viel Freiheit. Und ich habe nicht wirklich diesen Leistungsdruck, der mir gegeben wird. Natürlich, Druck hat man immer, wenn man näher zum Abitur kommt. Das ist ganz normal. Aber die Schule versucht mir eben diesen Druck abzunehmen. Und durch verschiedene Förderung und Projekte, das mir abzunehmen, ja, den Druck. Bleibt in der Schulzeit dir noch genügend Zeit? Genügend Zeit für Freizeit, für Freunde, für dieses, es gibt ja ganz viele Dinge, die Sie beschrieben haben, was in der Schule alles passiert und was Sie alles anbieten in der Schule. Das ist ja wirklich zum Teil ein Abenteuer, also was an Angeboten dort ist. Mit Freunden was zu machen, hast du da genügend Freizeit für dich? Also ich bin ja jetzt in der Oberstufe und da hat man ja leider jetzt nicht mehr so viel Zeit, als wie in der Mittelstufe man das hatte. Ja, Zeit ist immer so eine Frage, aber Zeit habe ich jetzt nicht so wirklich viel. Okay, wenn du dir noch was wünschen würdest, was für eine Form von Veränderung fändest du gut? Die Form von Veränderung ist, dass vielmehr würde ich mir von der Politik wünschen, die Schulqualität zu verbessern, als eine Reform einzuführen, wieder auf G9 bzw. auf G8 dann zu bleiben. Schulqualität sollte grundsätzlich verbessert werden und man sollte, also betonen möchte ich, dass man den Schulen viel mehr Zeit geben sollte, sich dann darauf vorzubereiten und dementsprechend zu verändern. Okay, ich danke dir für deine Beschreibung. Frau Lörmann, jetzt wird es irgendwann eine Wahl geben, wir wissen auch schon wann. Und dann wird es... Heute in 4 Monaten. Ja, das stimmt. Also auf den dann, Punkt haben wir. Dann werden wir sehen, wie dieser Landtag besetzt sein wird nach der Wahl. Irgendwann, Sie sind Ministerin, Sie bleiben Ministerin für Schule. Sie haben einen Plan, was Sie sagen, so soll Schule der Zukunft für uns aussehen. Es gibt auch schon einen Punkteplan, wo Sie sagen, das sind verschiedene Schritte. Wie würden Sie anfangen wollen, wenn es heißt, Frau Lörmann, Sie haben den Auftrag, machen Sie weiter? Ja, ich würde bezogen auf die Frage der Schulzeitentwicklung das tun, was ich jetzt versprochen habe und was der runde Tisch auch wünscht, nämlich zusammenzukommen und dann konkret anhand der dann vorliegenden Ergebnisse, das hat jemand gesagt, anhand der Erfahrungen, die Schulen ja einspeisen, es wird ja auch noch viel diskutiert werden, um dann zu überlegen, was ist jetzt für Nordrhein-Westfalen der richtige Weg und welche Mehrheit findet man für welches Modell. Und dann finde ich es ganz wichtig, auf das Geld zu gucken. Ich glaube nämlich, dass ein einfaches Zurück mehr Geld binden würde. Jetzt ist aber mehr Geld für Schule natürlich positiv besetzt. Und dann würde ich doch lieber sagen, wie setzen wir denn dann dieses Geld gut ein? Und aus eins haben wir gelernt aus der Vergangenheit. Und das deckt sich jetzt auch mit den Wortbeiträgen. Wenn es eine Veränderung gibt, muss sie gut vorbereitet werden. Und dann muss sie gut begleitet werden. Und dann braucht es eine Fortbildung, damit die Lehrerinnen und Lehrer diese neuen Konzepte der individuellen Förderung nämlich lernen können. Also das wäre für uns ein ganz wichtiger Punkt, Schrittigkeiten anzulegen, Öffnungsklauseln ins Schulgesetz zu schreiben, damit Schulen verschiedene Wege gehen können und dann viel Fortbildung für die Begleitung. Ich glaube, das sind Gelingensbedingungen guter Schulentwicklung, nämlich weiter, nicht zurück. Also Grönland ist jetzt für mich das neue Motto, was es zu entdecken gilt. Und das haben Sie mir gegeben, und die Wikinger. Genau, das sind, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtige Schritte. Und völlig klar ist, was Rainer Dahlhaus gesagt hat, es kann nicht sein. Und da sind aber nicht nur wir, da sind Sie alle gefordert. Wenn jetzt die Unterschriften gesammelt werden und diese einfache Antwort, G9 jetzt und dann wird alles gut. Da müssen andere mithelfen, dass diese einfache Antwort nicht verfängt, die von AfD und Linkspartei ja, also von den Extremen ja befördert wird, dass da die Leute sich hinstellen und sagen, wir wollen einen guten Ganztag und wir wollen eine gute Schulentwicklung für alle Schulen und nicht nur für einzelne Schulen, weil wir eine Gesamtverantwortung für diese Schulentwicklung haben. Also da möchte ich schon, dass da mehr sich in der Verantwortung sehen, weil das glaube ich, wir allein, wir werden unseren Teil dazu beitragen,
beitragen, selbstverständlich, und auch die Grünen vor Ort. Aber da ist, glaube ich, die gesamte Gesellschaft auch gefordert. Aber ich mache ein Schulgesetz mit Öffnungsklauseln, wir machen eine Fortbildungsoffensive und wir ermöglichen den Schulen, sowohl den Gesamtschulen als auch den Gymnasien, diese verschiedenen Wege der Geschwindigkeiten zu gehen, in der Weise, wie sie das wollen. Das Ob ist nicht fraglich, das Wie wird vor Ort gestaltet und begleitet. Dazu noch Fragen, weil das ist ja auch, ich habe noch zwei Wortmeldungen, Sie habe ich gesehen und Sie, dann machen wir vielleicht direkt zu dem, was Frau Dürrmann gerade noch mal ausgeführt hat, oder in welche Richtung geht Ihre Frage oder Ihr kurzer Kommentar? Also ich bin Mutter, Politikerin und Lehrerin und habe ganz viel Erfahrung mit den ganzen Sachen. Meiner Meinung nach ist Reformpädagogik die einzige Antwort. Und insofern ist das gar keine Diskussion. Ich fand es ungeheuer spannend heute. Das Problem als Lehrerin ist, wir sind die ganzen letzten Jahre überrollt worden mit Forderungen. Und wir haben uns ständig in unserer Freizeit zusammengesetzt, neue Sachen entwickelt, jede Schule neu. Und ich halte das für eine gigantische Ressourcenverschwendung, weil ich habe keine Zeit für den Unterricht mehr gehabt. Ich saß da nur und habe schwachsinnige Sachen formuliert. In jeder Schule haben die das alle auch wieder gemacht. Und meine ganz große Bitte an dich, Silvia, können wir das irgendwie koordinieren, dass wir Material bekommen, dass wir nicht immer alles wieder neu machen müssen und es umsetzen können? Denn ich finde das ganz toll. Wir haben glücklicherweise wieder ein Landesinstitut, ne, was ja auch ganz viele Sachen auflegt. Auch das gab es nicht mehr. Auch das musste wieder aufgebaut werden. Es gab keine landesweit gesteuerte Fortbildung. Diese Kernearbeit, die wird viel zu wenig gewürdigt. Das haben ja auch Leute machen müssen. Aber jede Schule muss es auch für sich individuell entwickeln. Aber Rahmensetzungen und Unterstützung ist inzwischen für Inklusion da, für G8 da und für Integration. Also da ist viel auch abrufbar im Netz inzwischen. Aber das ist mir wirklich voll verständlich, ne? Absolut, absolut. Mein Gott, wie viel Zeit, die man sonst fürs Leben gebrauchen kann, wird da verschwendet. Ganz wichtig, wir dürfen unsere Grundschulen nicht vergessen. Wir brauchen da mehr Lehrer, vor allen Dingen Sozialarbeiter, die die Seiteneinsteigerklassen nämlich unterstützen. Ich erlebe es bei uns in Essen sehr viel. Wir haben Grundschulen in dem Bezirk, wo ich Bezirksvertreter bin. Wenn man da hinkommt, dann sagen die, ich werde wahnsinnig, ich habe schon wieder 4 Seiteneinsteiger-Schüler bekommen, aber ich habe keine Unterstützung, ne? Und die fehlt und die brauchen wir dringend. Wir machen den Forderungskatalog auf. Nein, weil das ist ja berechtigt und das sind ja Punkte, die Ihnen auch, auf Frau Beer, Ihnen auch als schulpolitische Sprecherin durchaus bekannt sind, wo man natürlich überlegen muss, es wird nicht Geld für alles, sondern wo setzt man an? Ja, natürlich. Und deswegen ist es auch ein Schwerpunkt im Landeshaushalt, das muss man einfach sagen. Und dass wir im Augenblick im Prinzip einen leergefegten Lehrerarbeitsmarkt haben, ist ja der Situation geschuldet, dass wir so viele Stellen geschaffen haben. Und deswegen ist die Möglichkeit da, die Besetzung muss dann natürlich auch funktionieren, auch mit multiprofessionellen Professionen, also andere pädagogische Professionen, die dann auch damit zukommen müssen. Ja. Aber dann muss ich, glaube ich, langsam mit dem Blick auf die Uhr, weil vereinzelt habe ich schon gehört, mein Zug fährt. Man hat nicht meiner, aber Ihr Zug zum Beispiel fährt. Ja, meine Frage richtet sich gar nicht mehr an Politik oder gute Beispiele, sondern da sind Sie mein Ansprechpartner. Und zwar, wenn ich einfach feststelle, dass wir eine veröffentlichte Meinungsdiskussion haben, die überhaupt nicht das Bild widerspiegelt, was an den Schulen los ist. Ich bin Sprecherrat der Solinger Schulleiterinnen und Schulleiter. Alle meine Gymnasialkollegen, alle Elternvertreter sagen, zwischen 75-80% der Eltern und Schüler sind mit bestehenden Systemen zufrieden. Wenn ich die überregionalen Medien lese, bitte auch WDR5, bin ich gerne Hörer, bekomme ich sofort immer eine kritische Debatte mit. Warum nicht mal den Mumm in den Knochen zu haben? Hier sind Elternvertreter, die organisieren was. Das spiegelt aber überhaupt nicht das Bild wider, das an den Schulen herrscht. Ich habe den Eindruck, wir lernen weder aus dem Brexit was, noch lernen wir aus diesen amerikanischen Wahlen was. Sie verstärken Populismus. Und meine Frage an die Medien wäre, wie kriegen Sie das verändert? Nun bin ich die einzige Medienvertreterin hier im Raum. Stimmt das? Nee, aber das ist ja, da habe ich gar kein Problem mit. Zum einen widerspreche ich Ihnen, ich glaube nicht, dass wir Populismus befördern. Populismus befördern würde für mich noch was ganz anderes bedeuten. Ich nehme für mich bei WDR 5 ganz klar in Anspruch, dass wir nicht vereinfachen. Also ich glaube, wir versuchen bei WDR 5 noch Zusammenhänge herzustellen und nicht einfach nur blinde Parolen zu nehmen, ohne zu hinterfragen, was machen wir da. So,
Es geht ja nicht darum, ob ich G9 oder G... Meine persönliche Meinung dazu kann ich Ihnen erzählen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, was in der Debatte stattfindet. Wir haben bei WDR5, wenn ich das auch noch mal kurz als kleinen Werbeblock sagen darf, haben wir eine Morgenecho-Serie gehabt zu Schulen und zu Reformschulen in Nordrhein-Westfalen und haben verschiedene Schulformen vorgestellt. Wenn ich das nochmal so, also es ist nicht so, ich glaube, da muss man auch schauen, ein wenig differenzierter, was passiert wo in den Medien. Wenn aber wir natürlich gesetzt haben, dass es eine Diskussion von G8 und G9 wieder gibt, das ist so ungefähr, als ob Politiker uns vorwerfen, dass wir ein bestimmtes Thema setzen. Aber Sie sind diejenigen, die es vorher publik gemacht haben. Das finde ich ein bisschen schwierig. Man kann das Thema dann nicht einfach ignorieren, wo ich Ihnen recht gebe, was für die Diskussion sinnvoll ist. Und das gehört eigentlich bei allen Themen, die drohen, aus dem Ruder zu gehen, dass man versucht, etwas zu versachlichen. Indem man halt sagt, okay, lassen Sie uns doch mal in Ruhe anschauen, was es gibt. Und lassen Sie uns in Ruhe darüber diskutieren, welche Formen von Schule in Nordrhein-Westfalen wo wie erfolgreich sind. Also, das ist durchaus möglich. Holen Sie die Schulen vor Ort in die Diskussion hinein. Dann haben Sie eine andere Diskussion. Ja, also ich nehme auch das gerne mit nach dem Motto, dass noch mehr, ich habe auch nichts gegen ein Stadtgespräch aus einer Schule oder sowas. Das kann man alles machen und das kann man auch alles thematisieren. Ich finde aber diesen Vorwurf, das muss ich Ihnen wirklich noch mal einmal sagen, zu sagen, die Medien befeuern das jetzt, finde ich genauso unzureichend verallgemeinernd, als wenn ich sagen würde, die Politik ist für alles verantwortlich, was schiefläuft. Das sind schon noch eine differenziertere Betrachtung, die ich insgesamt gerne anmahnen würde. Da würde ich gerne was zu sagen. Bitte. Weil ich das im Augenblick erlebe, dass wir alle gemeinsam gefordert sind, Stellung zu beziehen. Und ich glaube, es liegt an uns allen. Das habe ich in dem politischen Werdegang, ich bin ja so eine Spätberufene, also auch nicht mit dem Parteibuch im Babybett geboren und so. Also irgendwann mal über eine Elterninitiative dazu gekommen, jetzt zu sagen, nein, wir müssen dann die Presse auch einladen in die Schulen und sie stellen und sagen, warum berichtet ihr darüber nicht? Dafür möchte ich ermutigen. Ne? Das ist ja genau richtig, was Herr Wirz gesagt hat. Nein, aber jetzt, um den Populisten und den Vereinfachern nicht das Feld zu überlassen. Und wir müssen in der Diskussion ja auch wissen, wer welche Interessenlagen setzt und befördert, wo Geld dahinter steckt, zum Beispiel auch bei einem Elternverband in ungeheurer Menge, die ganz andere Kampagnen bewegen können. Also das sollte man alles mitbewegen. Und deswegen ist, wenn es um demokratische Prozesse geht, jeder Einzelne gefordert, in seiner Rolle das jetzt nochmal zu thematisieren. Denn dann kriegen wir nur eine andere Diskussion hin. Und dann kann man den kritischen Diskurs untereinander auch führen. Eine letzte Wortmeldung, die ich gerade gesehen habe, nehme ich natürlich noch mit. Walter Wandke, mein Name, Ratsherr in Essen und da auch schulpolitischer Sprecher. Also ich glaube gar nicht, dass der WDR jetzt speziell auch Populismus fördert, aber er macht das, was normal ist, die wohlorganisierten Gymnasialelternschaften, die auch einen ganz guten Draht natürlich zu FDP und anderen haben, die melden sich sehr deutlich und klar, dann reagiert der WDR oder andere. Aber sage ich mal, die wichtige Arbeit von Berufskollegs zum Beispiel, wo man ja sehr wohl G9 Abitur machen kann, aber auch von vielen Gesamtschulen haben diese Lobby eben nicht. Oder die Lobby, dann sagt man, ja, ist eh alles grün versippt und Da braucht man nicht drauf zu hören und das ist einfach so ein Strukturproblem, wo ich auch fast so fand, dass selbst hier so durchgeschlagen ist, dass wir uns über die eigentliche Frage von Gesamtschulen, jetzt hier ist ein Vertreter, pensionierter wohl, Vertreter ja mal da oder von Berufskollegs, die ja noch eine viel größere Bedeutung kriegen müssten und eine Lobby so kaum beschäftigt haben, aber das ist sozusagen eine ja, Meinungsmarktwirtschaft, die haben die Lobby nicht, die haben auch ein gutes Berufskolleg, wird auch nicht über einen Stadtteil vertreten, weil die haben eben eine andere Anbindung und die gehen sehr schnell unter. Da müssten wir was tun und da wäre vielleicht so der WDR auch im Anspruch, vielleicht selber was zu organisieren, weil es dann eben die Anwürfe von Elternschaften gar nicht erst gibt. Okay, upsa, Dankeschön. Na, da haben wir mal viel zu tun, ne? Würde ich mal sagen. Wir haben viele heute einen Auftrag bekommen und Sie? Ja, also ich würde sagen, ich mache einfach mal so weiter wie bisher. Ich finde, alle, die erfolgreich sind, sollten so weitermachen wie bisher. Herzlichen Dank Ihnen.
Wir gucken auf die Uhr und ich sage herzlichen Dank Ihnen, dass Sie sich noch die Zeit genommen haben, hier im Plenum des Landtags zusammenzukommen. Frau Löhrmann, Sie haben das Schlusswort. Ja, ich sage ganz großen Dank und werbe für Differenzierung, das ist schon ganz klar. Und erlaub mir einen Hinweis noch, weil ich Frau Schulte-Loh auch sehr schätze und obwohl sie uns Pi sagt. Das habe ich aber auch immer als fair gefunden. Aber es ist ja dann schon interessant, weil Politik wird ja gemessen daran, ob sie auch eine Kontinuität und eine Glaubwürdigkeit in der Perspektive hat. Dass, nachdem die Landeselternschaft der Gymnasien, die ja Teil der Entwicklung ist, ihr die Pferde gewechselt hat, da ist nicht gefragt worden, was soll das denn jetzt, was machen Sie denn da jetzt, sondern da hatte die Medienlandschaft Spaß dran, was macht denn jetzt die Löhrmann, weil sie jetzt das Problem vor die Füße gegeben hat. Da ist nicht die Landeselternschaft kritisiert worden und ich kann mir nicht erlauben, die Landeselternschaft frontal zu kritisieren, sondern es ist der Spaß gehabt worden, die Politik hat ein Problem und das macht Spaß. Und wer mich am härtesten kritisiert hat, hat die größte Schlagzeile gekriegt. So, und das ist dann Teil auch, das ist Teil von Vereinfachung und wann fällt wer um und so weiter und so fort, statt zu sehen, was das für eine mühsame Geschichte ist. Ich beklag mich überhaupt nicht. Ich mache meine Arbeit gerne. Und das ist so ein bisschen die Gemengelage, in der wir so zu kämpfen haben, weil es geht ja nicht darum, ob ich dann oder dann noch Ministerin bin, sondern es geht ja auch darum, was macht denn jemand anders? Und das kann keiner auf Knopfdruck lösen. Und dann schwierigere Wege, sich auch mal darauf einzulassen, statt zu sagen, oh, das ist aber jetzt schwer zu kommunizieren, warum können Sie das denn jetzt nicht besser erklären? Ich meine, hätte ich den Herrn Bock nicht gehabt, ich habe dem nicht gesagt, er soll das sagen, ja? Sondern der hat nächsten Morgen ein Interview und gesagt, ach, das ist gar nicht so kompliziert, ich kann das, wir machen das schon alles. Ja? Und dann noch zu wissen, ist eine der besten Schulen Deutschlands. Das war, ich kann das wirklich nur mal sagen, das war Gold wert für einen Diskurs. Und die Grünen haben es jetzt im Programm stehen, dass wir den Weg gehen wollen. Es wird noch schwierig genug. Und dafür war heute, und damit will ich schließen, dafür war das heute wirklich ganz, ganz toll mit Ihren allen Diskussionen und Ihren Beiträgen. Und ich habe heute etwas verspürt, was gut tut in Schulentwicklung und viele von Ihnen auch, nämlich eine neue Aufbruchsstimmung für gute Schulentwicklung jenseits von Strukturdiskussionen, sondern mit Kindern in den Mittelpunkt stellen, mit individueller Förderung weiterführen. Und zu individueller Förderung gehören individuelle Lernzeiten. Und da haben wir heute viel mitgenommen, was es wert ist, in Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren umzusetzen. Und dafür danke ich Ihnen und freue mich darauf, das weiter zu befördern, in welcher Stelle auch immer, am liebsten natürlich in der ich jetzt bin, mit Sigrid Bär als schulpolitische Sprecherin und Grünen in Regierungsverantwortung, das ist doch klar. Und danke Ihnen allen. Ja, und das letzte Dankeschön, das obliegt mir jetzt. Frau Schulte-Loh, ganz herzlichen Dank. Sie haben es wieder wunderbar verstanden, alles einzusammeln. Ja, wo ich ja schon mal gedacht habe, kriegen wir das in der Zeit denn jetzt alles hin? Nein, die Frau hat es im Griff. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Sehr schön, dass Sie bei uns waren und auch vor allen Dingen sich Zeit genommen haben, am ganzen Tag das mitzuverfolgen. Das ist ja vielleicht auch im Sinne von Herrn Wirz, dass auch die Wahrnehmung, nein, dass er ja wahrnimmt, dass Sie sich das alles angeschaut haben, so herum. Das finde ich toll. Und ich will jetzt nochmal Dankeschön sagen, nicht nur an die Schulen, dass Sie hier waren und vorgestellt haben, sondern auch für Ihre Arbeit über die Jahre. Das ist ja wirklich ein Riesending, was da drin steckt. Und dass Sie dann noch vermitteln, dass Leistung und Freude, Leistung für die Schülerinnen und die Schüler und Schülerinnen, die Leistung bringen, die Freude am Beruf und dass nicht alles ein Jammertal ist in Ihrer Schule, das ist großartig. Und mit dem Gefühl gehe ich jetzt ins Wochenende. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Applaus